Jo Leute und willkommen mal wieder zu einem The Slim Thrill. Und heute haben wir mal ein Special zu feiern. Ja, das ist jetzt das erste Special, das ihr auf meinem Kanal mal finden könnt, also so richtiges Special. Und diejenigen, die das gerade am PC schauen, erkennen vielleicht schon, was der Fall ist. Und zwar, wenn ihr nun mit eurem Blick nach oben wandert, dann steht da doch eine ziemlich coole Zahl. Und wieso habt ihr jetzt das Farbschema geändert? Naja, egal. Dann steht da eine ziemlich coole Zahl, und zwar da neben meinem Namen steht nun eine 100 oder müsste eine 100 stehen, wenn das richtig klappt. Weil gerade ist das noch ein bisschen verbuggt, hier steht von 100, aber wenn ich nun in den Videomanager gehe, steht hier 99. Bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt noch ändert oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar möchte ich nun mal auf die 100 wie oder auf die 99 Videos, weil zum jetzigen Zeitpunkt sind es für mich noch 99 Videos und erst das, was ich hier hochlade, werden die 100 Videos sein. Und ja, ich habe heute extra früh mit dem Upload von Nova angefangen. Es ist gerade mal 13.12 Uhr. Normal fange ich erst mal so 14 Uhr an mit hochladen. Heute habe ich schon morgens angefangen, damit ich einfach dieses Video heute am 8.9. noch hochladen kann. Und wir gehen jetzt mal hier auf eine Playlist. Denn ich möchte euch mal zeigen, wie lang denn diese 99 Videos sind, also wie lange ich euch insgesamt unterhalten habe. Und wenn wir hier mal draufklicken auf die Playlist, insgesamt sind wir schon bei 19 Stunden, 5 Minuten und 28 Sekunden. Ist schon eine ganz gute Zeit. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir gehen mal auf meinen Kanal. Ich bin seit dem 3.12. auf YouTube. Das sind nun schon 3 Vierteljahr. Dreivierteljahren, neun Monate, sagen wir mal 9 Monate mal 30 Tage, oder das ist doch normal der Durchschnitt gewesen, also 9, ja, bin gerade beim 9 mal 30, 270 durch 100, heißt 2, ne warte mal, andersrum, 100 geteilt durch 270. So, also ich habe im Schnitt jeden dritten Tag ein Video hochgeladen in diesen 9 Monaten. Also ziemlich genau jeden dritten. Also 0,3 Videos am Tag oder 0,4 sind es fast. Aber da möchte ich euch mal sagen, weil ich habe meine Videos so ein bisschen in eine oder in eine bestimmte Zeitspanne eingeteilt. In drei verschiedenen wäre das. Weil angefangen habe ich ja hier mit dem Apps-Test Crafted German oder Crafted. Und was ich damals sagen kann, eigentlich ist dieser Apps-Test gar nicht für dieses oder für diesen Kanal produziert worden, sondern der war damals noch für einen anderen Kanal, das war SlimfLP, den hatte ich mit einem Freund zusammengeführt. Aber da ist mir gerade mit den Apps-Tests aufgefallen, dass ich eigentlich viel mehr Spaß in Apps-Test habe und eigentlich gar nicht so den großen Wert auf Let's Plays gelegt habe. Und so ging das eine ganze Zeit lang. Und zwar ziemlich genau bis zum... da. Bis zum 10. März 2012. Da war mein letzter Apps-Test der Action Movie FX. Damals hatte ich auch alles immer schön in HD hochgeladen. Das lag daran, weil in dieser Zeitspanne hatte ich fast alle Videos mit dem iDemo hochgeladen. Das ist... habe ich jedoch auch irgendwo gehabt. Mal kurz durchsuchen. Da, iDemo. Hatte ich damals aufgenommen. Ja, falsch hier. Und dann hatte ich eine zweimonatige Videopause. Hier übrigens, da hatte ich keinen Jailbreak mehr auf dem iPod und habe es immer so mit Bilder gemacht, aber hat mich auch nicht so glücklich gemacht die Zeit über. Dann hatte ich eine zweimonatige Videopause bis zum 15. Mai. Dann hatte ich mir das Hapag USB Live 2 gekauft und den Apple Composite AV Stecker Dings da und habe dann da Videos mit, also mit diesem Programm Videos bis zum, wo war es denn, bis hier, bis zum Tom Clancy's Rainbow Six Shadowing Guard am 7. Juli gemacht. Und dann habe ich angefangen mit Display Recorder aufzunehmen. Also das war die zweite mit dem Hapag USB Live 2. Und jetzt kommt die dritte, oder der dritte Abteil in meiner YouTube-Karriere. Bis jetzt auf jeden Fall war dann die USB-Sache. Ah, nicht die USB, sondern die Display-Recorder-Sache.
denn seit heute oder seit dieser Zeit nehme ich mein Bild mit Display Recorder und mein Ton mit dem Habak USB Live 2 auf. Und damit habe ich einfach eine Qualität, die mich zurzeit noch am ehesten zufriedenstellt. Weil damals, wenn ich mich da noch an das Minecraft Let's Play erinnere, das hat, also da habe ich selber mich gefragt, wie ich sowas überhaupt hochladen kann. Ich werde die Videos auf jeden Fall, habe es bis jetzt nicht vor zu löschen, ich weiß nicht, ich habe es so nicht vorbesetzt. Ich glaube, ich werde es auch nicht tun, einfach so, um die Erinnerungen damals noch da zu lassen. Weil ich glaube, ich habe die ganzen Videos nicht mehr auf meinem PC, nee, glaube nicht. Und eben bis jetzt hat, also das ist jetzt der größte Teil auch, ich denke mal, das ist um die Hälfte der Videos, wo jetzt noch kommt, nehme ich eben jetzt mit dieser Sache auf, habe nun auch meine Render-Settings so optimiert, dass man auf dem iPod das volle Bild drauf hat und so weiter. Und ja, ich möchte euch jetzt mal, wie die 99 Videos zustande kommen, zeigen. Also wir hätten hier, ich habe jetzt mal die Playlist der Größe nach geordnet. Meine bisher größte Playlist ist immer noch der Apps-Test, das war ja die erste Playlist, die ich angefangen habe. Mit nun schon ganzen 20 Videos. Also meine letzten zwei Apps-Tests waren ja nochmal so, dass ich das niemals nachholen kann, so 20 Videos, weil die haben wirklich eine Arbeit drin. Da sitze ich mal 2-3 Stunden an so einem Apps-Test und früher habe ich da eben 3 Minuten aufgenommen und dann war's das. Und dann als nächstes hatte ich die 15 Mal Let's Play Minecraft auf ein neues. Ah nee, nicht die Let's Play Minecraft, sondern 15 Mal Let's Play Mass Effect Infiltrator. Mal da, hier mein erstes Let's Play. War ich ziemlich froh, dass ich mir mal das endlich angepackt hatte und auch geschafft habe im Folgenden. Dann mit 14 Mal die zweite Let's Play Minecraft Session. Die ist hier auf ein neues. Die werde ich auch noch lange fortführen, bis mal irgendwie ein neuer Map Generator oder so rauskommt, wo ich dann vielleicht neu erstellen muss. Muss ich mal schauen. Aber bis jetzt habe ich da noch wirklich viel Lust zu spielen, weil der Mojang auch viel Updates immer rausbringt und so weiter. Dann die nächst kleinere Playlist ist das Let's Play Minecraft Pocket Edition, das ich damals mit dem Habak USB Live 2 aufgenommen habe mit 8 Videos. Dann als nächstes kommt mein derzeitiges Let's Play mit Let's Play Nova mit 6 Videos. Da habe ich aber noch gut vorgearbeitet, also bei 10 bin ich glaube ich schon. Ja, kommt ungefähr hin. Dann kommen wir zu Modern Combat 2 mit 6 Videos. Modern Combat 2 habe ich ja schon seit ich das Habak USB Live 2 habe, schon angefangen zu spielen. Und nehme es auch in letzter Zeit wieder, weil ich einfach damit besser aufnehmen kann als Modern Combat 3. Das nächste ist auf jeden Fall Let's Rage Modern Combat 3. Das war hier mit 5 Videos. Hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, die Serie, aber ist eben nun leider vorbei, da ich eben mein Modern Combat 3 nur noch sehr schlecht aufnehmen kann, denn einfach zu gar nichts mehr kommen und einfach auch keinen Spaß mehr dran habe. Ich würde sie auf jeden Fall gern weiterführen, aber zurzeit geht's einfach nicht. Tut mir auch wirklich leid. Dann das nächste ist Modern Combat 3, die normalen Commentaries mit 4 Videos. Da hatte ich auch das dritte. Hat mir auch mal ziemlich viel Arbeit gemacht, da war ich doch auch ganz stolz auf das Video. Könnt ihr euch mal anschauen und vielleicht mal eine Bewertung da lassen, weil damit habe ich mir richtig viel Mühe mal gegeben. Da saß ich länger drin als in meinem letzten Apps-Test. Dann die nächstkleinere Serie ist mit nur noch 3 Videos. Meine erste Playlist hier, wo ich erstellt hatte. Das eigene Texture Pack erstellen. Das ist auch so eine Serie, also da merke ich halt, wie ich mich verändert habe damals. Die Videos kann ich mir selbst eigentlich kaum noch anschauen. Das ist so auch ein bisschen peinlich von der Qualität her und so weiter. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall geändert, das weiß ich auch, aber ich werde mich auch weiterhin noch verändern. Einfach um noch meine Linie da richtig mal zu finden. Und das wird auch noch wahrscheinlich vielleicht die nächsten 100 Videos so weitergehen, dass ich mich weiterhin verändern werde. Dann habe ich heute noch ein paar App-Playlists erstellt, um einfach die Übersicht ein bisschen besser zu machen. Dann hatte ich hier also noch 3 Tutorials. Das waren 2 Stück, die ich ganz am Anfang gemacht habe und ein ziemlich neueres. Dann das nächst kleinere ist Call of Duty Zombies. Fand ich eigentlich auch eine ganz coole Serie. Aber damals hatte ich ja das mit Habak USB Live 2 aufgenommen.
und war damals ziemlich verschoben, die Ton- und Bildqualität. Und eigentlich wollte ich letztens auch Black Ops Zombies aufnehmen, aber das wurde dann nichts, weil das immer abgeschmiert ist. Ich weiß nicht wieso. Hätte gern mal eine Runde wenigstens aufgenommen, weil sonst macht mir das Spiel eigentlich nicht so viel Spaß. Aber eine Runde hätte ich da gern mal aufgenommen, weil ich doch das gerne mal zeigen würde. Ich weiß nicht, ob ich mir das mal wieder drauf mache und dann vielleicht mal mit einem Abonnent oder so zusammenspiele. Das würde vielleicht noch gehen, aber sonst weiß ich einfach nicht. Dann die nächste Serie, wo ich auch heute erst erstellt habe, waren die zwei Commentees von Commander Krieger. Also das erste war ja schon ein bisschen fraglich von der Qualität her. Das zweite hat mir dabei umso besser gefallen. Mal sehen, wann da mal wieder eins kommt. Also ich mache da gerne mal mit. Einfach um mich mal auch einem anderen Publikum zeigen zu können. Dann kommen wir nun noch zur kleinsten Serie. Das war Let's Play Max Payne Mobile. Wirklich schade, dass ich das Spiel nicht spielen konnte. Ich werde es wahrscheinlich noch weitermachen. Muss es nur mal runterladen. Das habe ich letztes Mal versucht und war da ein, hätte einfach zu lange gedauert mit 30 Kilobytes in der Sekunde. Muss ich mir wahrscheinlich kaufen, wenn ich es mal wirklich spielen möchte. Und dann eben noch 10 andere Videos mit, oder ja, 10 Videos mit Other Stuff eben, wo einfach so hier und da mal ein bisschen was war. Hier ein paar, das Intro mal damals, also das werde ich nicht mehr benutzen auf jeden Fall. Apps Challenge, Modern Combat, Minecraft, dann hier zurück und scheiße, jetzt habe ich hier was zweimal drin. The Fook? Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, kann auch sein, dass ich ein paar Videos vergessen habe, weil wenn wir das mal sehen, da ist nicht einfach hier die einzelnen Videos rauszusuchen, die jetzt noch nicht in einer Playlist waren und so weiter. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen so klar geht. Dann, was ich noch mehr überlegt hatte, und zwar die Durchschnittsdauer eines Videos. So, gehen wir dafür wieder auf hochgeladene Videos. Und schauen nun mal, wir haben 19 Stunden und 5 Minuten. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Minutenbereich. Das heißt, ach, nicht auf Stoppuhr, hier der Rechner. Das heißt, wir machen 19 mal 60 plus 5. Weil wir 19,5 Minuten oder 5 Minuten noch haben. Dann teilen wir, also das ist 1145, das teilen wir jetzt mal durch 100. Ja. Ah nee, nicht durch 100, scheiße. Durch 99. Und kommen damit auf ganze 11 Minuten. Ist eigentlich eine ganz gute Größe, was wahrscheinlich hauptsächlich an den Let's Plays liegt, die alle darüber liegen. Weil meine Apps-Tests am Anfang... Hier, was ist denn das ganz unten? The Fook? Weil meine Apps-Tests hier, die gehen ja alle bloß 3, 5, 6, 7 Minuten. Sind damit um einiges kürzer. Aber da kommen wahrscheinlich hier die ganzen, weil ich habe jetzt wahrscheinlich so ein 50% Let's Plays. Und die hauen da wohl ganz schön den Durchschnitt hoch. Aber wir haben noch keinen ganzen Tag geschafft. Das wird aber wahrscheinlich auch in naher Zukunft kommen, wenn ich eine Viertelstunde am Tag hochlade. Sind also noch 16 Tage? 4 Stunden? Ne, 5 brauche ich ja. Also sind es 20 Tage? Ja, okay, noch einen knappen Monat. Also schon noch ein gutes Stück. Ich werde jetzt ja auch kein so übermäßiges Special draus machen, weil es einfach noch nicht so eine Mega-Zahl ist. Ich finde jetzt 100 Videos gehen schnell eigentlich. Wenn man denkt, ich bin jetzt zwar schon seit einem Dreivierteljahr auf YouTube, ist zwar schon eine ganze Menge, aber ich war zeitlang auch sehr inaktiv und so weiter. Aber dieses Special wird eben auch erst vom Tausender eigentlich, wenn man so sieht, wieder abgelöst. Also erst in 900 Videos. Und von dem her dachte ich, dass ich mir doch hier was Kleines mache. Das nächste werdet ihr vielleicht hier sehen, was da bald kommen wird. In 12 Abos, 50 Abos Special. Da werde ich mir ein bisschen mehr überlegen, weil das einfach eine erfolgsmäßige Zahl ist. Und die 100 Videos sind eigentlich halt, habe ich gemacht. Und für mich jetzt eben kein so riesengroßes Special wert. Deswegen mache ich jetzt auch nicht so übermäßiges, sondern habe euch einfach mal ein paar Zahlen und so weiter um die Ohren gehauen. Ich hoffe euch auf jeden Fall, es hat euch gefallen, diese die Viertelstunde Unterhaltung hier wieder. Ah, da geht nochmal eine Viertelstunde auf meine hochgeladenen Videos drauf. Ja, mega Witz. Ja, ich hoffe, auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ihr könnt mal schreiben, was vielleicht eure Lieblingsvideos in diesen 100 oder in diesen 99 Videos waren. Ich lese mir auf jeden Fall alle Kommentare durch, sind ja zurzeit noch nicht so viele. Und ja, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich morgen dann wieder Let's Play. Und ja, tschaußen, euer The Slim Freel.